Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem weiteren 5-Tipps-Video von mir. Das letzte Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie ihr schafft, mehr zu lesen. Heute möchte ich 5 Tipps geben, wie ihr schneller lest. Es ist natürlich überhaupt kein Zwang, schnell zu lesen, viel zu lesen oder ähnlichem. Ich werde nur sehr oft gefragt, wie ich es schaffe, 3-4 Bücher pro Woche zu lesen, was ich da vielleicht irgendwie anders mache als andere, die mich das dann eben fragen. Ich selbst vergleiche mich sehr selten mit anderen Menschen. Ich lese in meinem Tempo, ich lese, was ich will, wie ich will, wann ich will und wo ich möchte. Und ich bin auch niemand, der ja groß irgendwelche Statistiken von anderen sich ansieht, was die im Monat gelesen haben. Bin aber natürlich auch immer neugierig, wenn Leute mehr lesen wie ich. Mensch, wie habt ihr das denn vielleicht geschafft? Und so geht es natürlich auch Freunden von mir oder auch einfach Bekannten oder natürlich auch euch als Zuschauer, wie ich es schaffe, 3-4 Bücher pro Woche zu lesen. Und ich hatte euch in dem vorangegangenen Video schon erzählt, wie ihr es schafft, mehr zu lesen. Und heute möchte ich einfach mal drauf eingehen, wie ihr es vielleicht schafft, mit ein bisschen Übung schneller zu lesen. Und der erste Tipp hier ist, macht euch keinen Stress. Keiner misst eure Lesezeit, es soll einfach Spaß machen. Und ich glaube, alles, was man nicht unter Zwang tut, was einen Spaß macht, macht man mit Genuss, macht man einfach so, wie man möchte. Und ich glaube, das ist einfach der wichtigste Tipp, vergleicht euch nicht. Wenn ihr es aber wirklich wollt und sagt, ja, ich möchte aber nicht nur ein Buch im Monat lesen, sondern 2 oder 3, was muss ich da tun? Dann versucht einfach ein bisschen Übung hineinzubekommen und das ist dann im Grunde auch schon der zweite Tipp. Übung macht den Meister. Umso öfter ihr lest, umso mehr Zeit ihr mit dem Lesen verbringt, umso öfter ihr zum Buch greift, umso öfter ihr wirklich konstant an einem Stück lest, umso schneller wird euer Lesefluss. Das ist im Grunde wie mit allem anderen. Wenn man halt anfängt zu lesen, wenn man da an die erste Klasse denkt, da hat man in einer Minute vielleicht einen Satz gelesen. Irgendwann liest man in der Minute 5 Sätze, 10 Sätze und steigert sich dann auf 80 bis 100 Seiten in einer Stunde. Das ist durchaus meine Durchschnittslesegeschwindigkeit, die ich auch tatsächlich auch einfach schon mal gemessen habe, und man ist ja auch irgendwie neugierig. Oder man liest ein 300-Seiten-Buch in 3 Stunden weg, dann hat man auch ein Gefühl dafür. Lest einfach regelmäßig, übt das Lesen, versucht wirklich die Geschichte durch das Lesen zu erfassen, versucht durch das Hinzufügen von Wörtern in den Wortschatz natürlich auch, dass ihr euch leichter tut beim Lesen, und übt das einfach, und dann wird aus euch auch ein Meister. Ein weiterer Tipp ist, drehe die Geschwindigkeit bei Hörbüchern hoch. Viele sehe ich jetzt schon stöhnen und sagen, oh mein Gott, das kann man auf keinen Fall tun, und ich kann schon einer Stimme bei 1er-Geschwindigkeit nicht folgen. Auch das ist eine absolute Übungssache. Ich habe auch mit 1er Hörbüchern angefangen, also 1er normaler Geschwindigkeit, habe mich aber sehr schnell gelangweilt. Und ich dachte dann immer, das liegt an den Büchern, dass die mich nicht begeistern können, nicht unterhalten können, dass das einfach ein langweiliges Buch ist. Nein, es war einfach ein langsamer Sprecher, der nicht in meinem Lesetempo gesprochen hat, und das hat mich dann einfach gelangweilt. Dann habe ich angefangen, ein bisschen die Geschwindigkeit hochzudrehen, was bei Audible und auch bei der App, die ich seit etwas über einem Jahr nutze, sehr gut funktioniert, und habe die Hörbücher auf 1,25 gehört. Irgendwann war das auch nicht mehr meine Geschwindigkeit und ich bin auf 1,5 gegangen. Aktuell höre ich immer sowas zwischen 1,75 und 2. Und versuche auch immer mal, wenn ich parallel das echte Buch oder das E-Book zum Hörbuch da habe, einfach mal zu vergleichen, ob das wirklich meine Lesegeschwindigkeit ist. Also ich habe dann wirklich das Hörbuch drauf, lese und merke tatsächlich, das ist meine Lesegeschwindigkeit. Also ich habe mich da auch schon selbst kontrolliert, weil ich es auch manchmal gar nicht glauben kann, dass ich etwas in doppelter Geschwindigkeit höre. Es ist auch hier reine Übungssache. Und ich hatte jetzt schon den Fall bei einer lieben Kollegin und 2 Freundinnen, die auch immer gesagt, Mensch, Hörbuch ist nichts für mich, ich schweife da immer ab und ich kann mich da nicht konzentrieren. Wo ich auch einfach mal gesagt habe, versucht es mal ein bisschen schneller. Also ich verlange von niemandem,
dass er von 1er Geschwindigkeit auf doppelte Geschwindigkeit geht. Aber versucht einfach mal auf 1,25 zu gehen, auf 1,20 zu gehen. Und ich habe von allen dreien das Feedback bekommen, dass sie jetzt Hörbuch hören können. Denn die Gedanken bleiben beim Hörbuch, die Gedanken bleiben beim Vorgelesenen. Und man ist nicht mehr so abgelenkt, weil man einfach sein Tempo sozusagen gefunden hat. Und man sollte das einfach mal ausprobieren. Und natürlich klingt für viele, die damit anfangen, eine 2er Geschwindigkeit total schrecklich. Das ist absolut wahr. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist so, wie wenn ich jetzt noch auf 3er Geschwindigkeit gehe. Das geht mir wahrscheinlich ähnlich. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwann das Ziel ist. Aber probiert es einfach mal aus. Dann ein Tipp, der jetzt wahrscheinlich ein bisschen umstritten sein wird, aber zwingt euch einfach mal zum schneller Lesen. Und mit zwingen meine ich einfach, setzt euch einfach mal ein Ziel, was du innerhalb einer Stunde lesen willst. Also sag, ich möchte jetzt 50 Seiten in der Stunde lesen und nimm dir diese Stunde und lese. Und versuche einfach aufmerksam in dieser Stunde zu lesen und diese 50 Seiten zu erreichen. Klappt zum Beispiel ja auch ganz gut, wenn man gemeinsam liest und jetzt sagt, wir setzen uns jetzt hin und lesen im Gemeinsamen diese 50 Seiten. Egal, ob es bei uns vielleicht im Leseklub ist oder die Leseabschnitte auch in der Robert Harris Gruppe oder wenn ihr auch mit Freunden einfach mal ein Buch lest. Versucht euch einfach mal ein Ziel zu setzen, was ihr in einer Stunde lesen wollt und sorgt dann dafür, dass ihr keine Ablenkung habt. Denn ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man sich durch Smartphone, Telefon allgemein, durch irgendwas anderes ständig ablenken lässt, durch verschiedenste Apps. Versucht einfach mal konzentriert zu lesen und zwingt euch dazu, diese 50 Seiten am Stück zu lesen oder auch einfach eine Stunde zu lesen. Und ihr werdet merken, dass durch dieses Zwingen, ihr zwingt euch ja zu etwas Guten, dass ihr wirklich merkt, wie konzentriert ihr bei der Sache seid und ja, dass ihr da wirklich etwas schafft. Also insofern es euch natürlich darum geht, das muss man, glaube ich, jetzt bei jedem Tipp eigentlich einfach sagen. Etwas, was mich gerade in Zeiten, wo so das Smartphone aufgekommen ist, wirklich an meine Grenzen brachte. Denn ich hatte tausende spannende Apps und ständig bimmelte irgendetwas. Und ich habe gemerkt, ich kam gar nicht mehr so richtig zur Ruhe. Ich kam nicht mehr zur Entspannung. Ich kam nicht mehr zum Lesen. Und ich habe alle möglichen Benachrichtigungen wirklich ausgeschalten von allen Apps, die man irgendwie benutzen kann. Das Einzige ist halt, dass ein Telefon klingeln würde und auch WhatsApp piept bei mir. Wobei ich da auch verschiedenste Gruppen durchaus stumm geschalten habe. Wenn ich eben einfach eine Stunde lesen möchte, dann stelle ich das Telefon auch einfach runter und möchte auch einfach nicht gestört werden. Also versucht euch auch nicht durch Abschweifungen, Ablenkungen irgendwie vom Lesen die Zeit nehmen zu lassen. Wenn ihr jetzt eine Stunde lesen wollt, dann zwingt euch auch einfach dazu. Und der letzte Tipp ist dann, denke ich, vielleicht sogar etwas für etwas Fortgeschrittene. Lasst einen Film im Kopf laufen. Das klingt jetzt auch wieder total abstrus und weit hergeholt, aber mir hat das immer sehr geholfen, wenn ich irgendwie mal nicht in eine Geschichte reingekommen bin oder nicht in den Leseflow gefunden habe. Bei mir läuft bei vielen, vielen Fällen ein geistiger Film im Kopf ab. Also bei mir läuft dann nicht die Geschichte als gelesenes Wort, Wort für Wort in meinem Kopf, sondern es ist ein geschmeidiges Lesen im Abbild von einem Film. Ich kann es nicht anders in Worte fassen. Und versucht das einfach mal. Mir hat das zum Beispiel auch bei englischen Büchern sehr, sehr gut geholfen, als ich damit angefangen habe. Ich habe nämlich nicht Wort für Wort das Buch übersetzt, sondern ich habe einfach die Sätze gelesen, die Szenen gelesen und ich habe mir die vorgestellt und dann haben die sich im Grunde in meinem Kopf auch eingeprägt und eingebrannt. Und so habe ich auch einfach englische Bücher sehr gut zu fassen bekommen. Die Geschichten werden dadurch einfach etwas lebendiger, wie ich finde, und es läuft irgendwie von allein. Und ja, das lässt sich jetzt so schwer erklären, weil es dafür, glaube ich, auch einfach keine Erklärung gibt. Versucht es einfach mal aus. Probiert euch daran, die Geschichte, die ihr lest, irgendwie im Kopf in Szenen zu packen und versucht das einfach bildhaft zu machen. Insofern ihr natürlich ein Mensch seid, der über das Bildhafte auch irgendwie was davon haben kann, sage ich mal, von dem Visuellen. Und lasst diesen Film laufen. Klappt bei mir ganz wunderbar bei Hörbüchern, wenn mir jemand etwas vorliest, dann visualisiere ich das sehr schnell, sehr konkret und dann habe ich nur noch die Stimme, die Bilder, die Szenen vor mir und dann ist die Geschichte im Kopf und dann habe ich diese Geschichte wirklich intensiv erlebt und die macht mir wirklich großen, großen Spaß.
So, das waren sie nun, meine 5 Tipps zum schneller Lesen. Natürlich einfach, ich sag mal, ohne Garantie, ohne Gewähr. Es sind einfach nur meine Gedanken, wie ich denke, dass ich es eben schaffe, etwas schneller zu lesen als so manch anderer. Im letzten Video ging es ja darum, wie ich es schaffe, mehr zu lesen. Das schneller Lesen, ja, fügt sich natürlich einfach so in diese Reihe mit ein und ergänzt sich natürlich. Ihr findet das erste Video auch unten in der Infobox. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut mal vorbei. Es wird auf jeden Fall noch ein drittes Video so ein bisschen zu diesen 5 Tipps geben. Ja, abonniert einfach gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr das auch nicht. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Tipps ihr habt. Wenn ihr vielleicht schon mal probiert habt, schneller zu lesen, was ihr da ausprobiert habt, wie ihr damit zurechtgekommen seid, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp schon kanntet und ihn durchaus auch probiert habt, schreibt das gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.